Willkommen bei einer Sonderausgabe von Skill News. Dieses Mal in Skill News das letzte Update vor Weihnachten und Silvester. Feiertagswaffen mit EOTech-Visier und speziellen Skins. Neue Version der M67-Granate. Ein spezielles Feuerwerk. Weitere Charaktere. Neue Goodies wie Sprays und Animationen. Ein neues Event. Die Ranglisten der ESL. E-Sport-Reporter für Skill News gesucht. Hallo und willkommen in der dritten Ausgabe von Skill News. Mein Name ist Cyrox. Und mein Name ist Ultrashadow. Nicht nur der Schneeball-Modus wurde angekündigt, sondern nun stehen euch ebenfalls für die Feiertage Waffen mit speziellen Weihnachtsskins zur Verfügung. Dies sind die üblichen Riffles, die am meisten gespielt werden. Zur Verfügung stehen euch die HK417 Snow-Effects mit animierten Schneeflocken, die M41 Christmas Gift, eine wie mit Geschenkpapier verzierte Waffe. Ebenfalls die AK-103 Rudolf, die Rudolf nachempfinden soll. Und zu guter Letzt die K2 Randy-Effects mit animierten Rentieren. Alle Waffen sind mit den EOTech-Visier ausgestattet und sind für 7 Tage und 19 Cash oder 30 Tage und 49 Cash verfügbar. Auch die Splittergranate M67 wird zur explosiven Weihnachtsdekoration. Die Snow Effects mit animierten Schneeflocken. Ein Kopf eines Schneemanns tarnt die M67 Snowman. Und eine Granate, die mit dem Tod eures Gegners das neue Jahr einleiten wird, die M67 Firework. Diese Granaten könnt ihr als 30 Tage oder permanente Version erwerben. Sie kosten 19 bzw. 79 Cash. Und wenn wir schon so viel knallen, dann schießen wir doch auch gleich mit Raketen. Denn die RPG-7 Firework lässt es im Defense- und Manhunt-Mode richtig krachen. Sie verschießt große Feuerwerksraketen, die einen Funkenschweif nach sich zieht und wie ein Knaller an Silvester explodiert. Permanent kostet sie 199 Cash und für 30 Tage 59. Neben der neuen Agentin kommen nur noch zwei weitere Charaktere zum Thema Weihnachten hinzu. Cherry Bomb heißt der weibliche Charakter und ist wirklich explosiv. Auch der Red Snow Charakter wird eure Gegner mit seinen Weihnachtskugeln einheizen. Beide Charaktere haben wie immer einen XP-Boost von 50% und einen SP-Boost von 30%. Ihr könnt sie wie die Granaten als 30 Tage oder permanente Version kaufen. Der weibliche Charakter kostet 79 bzw. 549 Cash. Und der männliche 59 bzw. 299. Wenn ihr euren Gegnern ein ganz besonderes Geschenk machen möchtet, dann verkleidet euch doch als Weihnachtsmann mit dem Weihnachtspaket. Ihr erhaltet dadurch seinen Bart, seinen Hut, seine Handschuhe und seine Stiefel. Alles ist auch einzeln kaufbar als permanente oder 30-Tage-Version. Das Weihnachtspaket ist nur als 30-Tage-Version erhältlich. Die Camo-Sprays erhalten ebenfalls ein Weihnachtsspray, das eure Waffen mit einer Animation einfärbt. Oder aber ihr kauft die Firework-Version ohne Effekte. Für eure Siege könnt ihr eine neue Animation kaufen, bei der der Charakter ein Feuerwerk in seiner Hand abbrennen lässt, statt Konfetti zu werfen. Und außerdem neu sind das Schneemann und das Rudolf-Wall-Spray. Wie bei Halloween finden nun auch über die Feiertage-Events statt. Alle 7 Matches erhaltet ihr eine zufällige Belohnung. In den Belohnungen können die Weihnachtscharaktere, die Weihnachtswaffen, Kostüme und Sprays drin sein. Dafür müsst ihr in den Modi TD, Sage, Blasting oder Manhunt mit mindestens 6 Spielern gewesen sein. Für das erste PvP-Match am Tag erhaltet ihr 250 SP. Auch hier müsst ihr in den bereits genannten Modi gespielt haben, mindestens mit 3 Spielern pro Team. Wenn ihr 10 von den Belohnungen gesammelt habt und euch am 8.1. einloggt, erhaltet ihr je 3 Kapseln für die CZ700 Captain oder die L86A1 Stinger. Wenn ihr euch an Silvester einloggt, erhaltet ihr Belohnungen, mit denen ihr ein ordentliches Feuerwerk abbrennen lassen könnt. Für 3 Tage erhaltet ihr den VIP-Status, wenn ihr am 3.1. ein TD, Blasting oder Seijo-Modi zu Ende gespielt habt. Den Zeitraum des VIP-Status könnt ihr noch verlängern, wenn ihr vom 3. bis zum 5.1. 10 Spiele auf den VIP-Maps abgeschlossen habt. Im Zeitraum vom 3.1. bis zum 7.1. erhaltet ihr 50 SP mehr auf den VIP-Maps, wenn ihr mindestens 3 gegen 3 seid. Mein Fazit zu diesem Event: Ich persönlich feiere dieses Event, da es allen die Möglichkeit bietet, für kleines Geld gut aussehende und nützliche Items zu erhalten. Diese Items sind zudem permanent erhältlich und sehen besser aus als die Standardvarianten.
Die aktuelle Rangliste der Teams in der ESL ist da und wird euch nun hier aufgeführt. Und zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Showtime Gaming sucht einen Reporter für E-Sports bei Skill Special Force 2. Wenn ihr in der ESL aktiv seid und euch auskennt, dann seid ihr genau richtig, die neuesten News aus der ESL zu berichten. Schreibt einfach eine Nachricht an den Kanal, eine E-Mail oder meldet euch bei uns im Skill-Forum. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Das war's leider wieder mit Skill News. Wir wünschen euch ein siegreiches Weihnachtsfest und hoffen, dass wir uns auch in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, Freunde!